Und ja, da bin ich auch wieder mit einem neuen Let's Play mit versteckten Waffen. Jetzt sind es keine versteckten Waffen Ich mehr. bin euer Schwert und euer Schild. Genau, es ist Montana. Ich habe mir hier jetzt das letzte Mal ein Haus gekauft und ja, würde ich sagen, gleich weiter mit der Weißlauferkundung. Das Weiterspielen kommt erst später dran. Ich will noch Weißlauf fertig erkunden und jetzt habe ich hier gerade so einen schwarzen Bildschirm. Ah ja, jetzt geht's wieder. Und es regnet immer noch, das finde ich urtoll. Wer bist denn du? Ich arbeite. Kommt doch mal in Bellators Laden am Markt Ah ja, vorbei. da bist ja. Bestimmt etwas, was ich brauche. Und du? Seid ihr oft in Wolken gezogen? Oh, das war die Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Ich gehe jetzt mal in den Wolkenbezirk. Ich muss mir schnell eine Sache machen. Ja, ich. Genau, weil ich wollte jetzt, ich habe mir gedacht, wenn ich mich nicht täusche, Waffen, ist mein Schwert stärker als meine Kriegsaxt. Und wenn ich jetzt natürlich hier oben heraufgehe und schaue, hallo, hallo, ja, Stahl. Kann ich da keine irgendwie Stahlkriegsaxt mit Himmelschmieden Stahl oder so machen? Nein, kann ich nicht. Warum ist das so fies? Aber wenn ich schon hier bin, kann ich noch schauen, ob ich wenigstens das Buch wieder umverwenden kann. Und das Skill? Nein, natürlich nicht. Aber ich nehme es trotzdem mit. Eine Menge Stahl zu schmieden. Ich will wissen, was. Heißt, die Gatt. Vielleicht kann ich ja hier eine. Das wollte ich haben, ganz. Genau, Moment. Kann ich die gleich mal verkaufen? Zack. Bekleidung kann ich gar nicht verkaufen. Das kann ich auch verkaufen. Ich habe immer noch nicht genug. Ich habe tatsächlich immer noch nicht genug, naja. Verdammt. Ich habe zu wenig. Wirklich, wirklich zu wenig. Kann ich da vielleicht irgendwas nehmen oder so und das dann? Nein, ich hab zu wenig. Ich brauche mehr Geld. Auf geht's. Wobei, vielleicht gibt's da eine. Ja, dann untersuche ich gleich mal Yovaska auf genaueres. Ich glaube nämlich auch, dass ich jetzt mehr Ahnung vom Stehensystem habe. Und ich habe ganz vergessen, auf die Uhr zu schauen. Die Uhr funktioniert gar nicht. Die Uhr, die Uhr, die Uhr. Die Uhr sagt mir, wie spät es ist. Das ist gut. Okay. Also, hier haben wir einen Teller. Oh, verdammt. Ja, ich weiß, es tut mir so leid. Nein! Jetzt reicht es wohl. Eine Schale. Nordmet. Und natürlich der Becher. Hier haben wir noch mehr Nordmet. Und eine große Truhe. Das kann ich beides brauchen. Und da ist ein Apfelkuchen. Dann, des Weiteren. Gibt es hier einen kleinen Raum? Mit einem Geldbeutel, den ich mir gleich mal klaue. So, dann da nichts, 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 nichts. Holzteller, weil ich den auch so unbedingt brauche. Nehme ich gleich mal mit.
Nein, da kommt einer schauen, was ich tue. Okay, da kommt einer schauen. Egal, Dico. Ja, ja. Nein, das kann ich jetzt nicht stehlen, wenn er da ist. Silberbahn. Verdammt. Die brauche ich. Sehr gut habe ich das genommen. Den kann ich auch gleich mitnehmen. Wobei, um ehrlich zu sein, den will ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Tue ich in das Fass da. Nein. Da rein. Tausch gegen das Buch. Buch vielleicht. War das ein Buch, was ich genommen habe? Nein. Ein Zaubertrank, oder? Da. Genau, jetzt da weg. So, noch schnell das Geld mitnehmen. Weil Geld ist wichtig. Okay. So, hier gibt es wieder auch nur Nordmed und Nordmed und dann noch ein bisschen Nordmed. Vielleicht? Da ist ein Schrank. Interessiert mich aber nicht. Ein großer Sack und da ist natürlich keine Waffe drin. Gut, dann kann ich mich auch schon diesem Schrank nähern und ein bisschen Gold mitnehmen. Das ist ein Stahlkriegshammer. Und schneit's da? Ist das Schnee? Na, wie dem auch sei. Von Reach. Was Reach ist, würde ich echt gerne mal wissen. Was ist das? Ah, das sind die Fragmente Wutrats oder wie auch immer das heißt. Verstehe. Wieder was dazugelernt. Ein Glück, dass ich das Let's Play mache, sonst hätte ich das nie begriffen. So, die Holzteller interessieren mich aber nicht. Dann rede ich mal mit... Ich habe in der Gegend viel für Ablenkung für euch gesorgt. Ich glaube nicht, dass jemand von unserer kleinen Kampagne mitbekommen hat. Das ist gut. So. Dann gehe ich mal runter in den Schlafbereich. Oder Wohnbereich eigentlich. Ja, hier sind wir auch schon im Wohnbereich. Und irgendwie muss ich mal wieder Stufen steigen. Was hast du denn zu sagen, Mann? Was hast du mir denn? Ich hätte nicht gedacht, dass Reichtum und Ehre sorgt. Reichtum und Ehre. Reichtum und Ehre. Es bedeutet, sich für die Nordideale der Lebensführung zu entschließen. Ehre, Kampf, Ruhm, all sowas. Aha. Selbst ein Elf kann mit dem Herzen eines Nord geboren werden, sagt das Kjörg bei meiner Aufnahme. Er meinte es wohl als Kompliment. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Oh, ja. Momentan nicht, weil ich bin gleich Level Up dabei. So. Der ist cool. Okay, das finde ich cool. Ja, das nehme ich auch mit. Kann ja nicht schaden. Kann ich ja dann alles in meinen. Das hat einfach so rumgelesen. Muss euer Glücksstart sein. Ja. Was hast denn du dabei? Naja, okay, das lohnt sich nicht wirklich. Denkt nicht. 0%. Eh nicht, das sind 0%. Perfekt, genau den wollte ich haben. Noch mehr Gold. Und noch mehr Gold. Ja. Da haben wir jetzt Essen. Und da sind die Schlafquartiere, in denen ich eh schon sehr oft war.
Handschuhe brauche ich nicht, dann Eisendolch auch nicht. Das ist dann in der Kommode. Ja. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich wollte eigentlich daraus was klauen. Okay, perfekt, kann ich eh nehmen. So, und da ist wieder mein Geldbeutel. Ich brauche jetzt einfach Geld, deswegen mache ich... Nein! So. Bekleidung, Stiefel. Was gibt's denn da jetzt wiederum alles? Olaf und der Drache, das Buch habe ich schon.